Ich bin ein Terraner. Mein Beruf ist, Dinge anzusehen und sie abzubilden, damit andere sehen können, was ich gesehen habe. Ich bin hier, um den Planeten abzubilden und zu beschreiben. Aber wer bist du? Hey everybody, this is Houston Howell. I'm making a vlog video. Someone told me that if you want a successful YouTube channel, you gotta upload content all the time, like every single day, you gotta upload content. And I don't have stuff to say every single day! Auch öfters so. Nee, Spaß. Was ich ja wirklich interessant fand, ist die Tatsache, was Leute wie in welcher Form archivieren und welche Relevanz das überhaupt fürs Internet hat, ne? Diese Populärkulturarchivare wie Ingo zum Beispiel. Ich habe mich dann ein bisschen auf die Suche gemacht. Ja, und da konnte man ganz gut so eine Übersicht sehen, in welchen Ländern das eigentlich gut funktioniert hat und in welchen nicht. Oder wo es irgendwie nur 1-2 Staffeln gab und wo seit 2000 produziert wird ohne Ende. Ja, Amerika sticht hervor durch die ganze Vielzahl an Game. In China gab es nur eine Folge, warum genau. In Afrika gab es auch viele Folgen. Brasilien ist insofern ein sehr interessanter Fall, weil Brasilien von Anfang an extrem erfolgreich war. Brasilien hat in manchen Regionen bis zu 40% Marktanteil. Das Land war früher eine portugiesische Kolonie, hat 210 Millionen Einwohner und Amtssprache ist Portugiesisch. Von den Brasilianern sind über 47% europäischer, über 7% afrikanischer und gut 1% asiatischer Herkunft. 0,4% sind Indigene und der Rest, etwa 43%, gemischter Herkunft. Gerade wurde ein neuer Rekord gebrochen. Es sind 1,5 Milliarden Votes eingegangen innerhalb von einer Woche. Warum so viele Votes? Naja, der bisherige Rekord lag in Brasilien bei 400 Millionen. Und gewotet wurde zwischen Felipe, Manu und Mari, wobei Mari keine große Rolle gespielt hat. Felipe, vorletzter Mann im Container, und Manu, eine eher liberal eingestellte Frau, Feministin könnte man sagen, die auch eher Arbeiterparteianhängerin ist anstatt Bolsonaro-Fan. Von Bolsonaro hat sich auch direkt bei Twitter positioniert und Felipe, auch wenn er ein politisch inkorrekter Mann in Anführungszeichen sei, alles Gute gewünscht und viel Erfolg. Und das Ergebnis: 56% gegen Felipe. Manu hat im Endeffekt nicht gewonnen, aber darum geht es mir gar nicht. Ich fand es vielmehr interessant, ein aktuelles Stimmungsbild über Brasilien lesen zu können, wo sich anscheinend über die Populärkultur zeigt, dass viele oder die Mehrheit, wenn auch nur knapp, nicht mehr mit der Politik Bolsonaros ganz zufrieden sind. Während des Votings saßen ca. 6 Millionen Menschen allein in der Region São Paulo vor dem Fernseher. Anschließend gab es große Jubelschreie. Auf Instagram konnte ich ein Video finden, weg mit Pior, und ebenfalls auch weg mit Bolsonaro. Das ist, was die Leute skandieren. Non, j'ai pas l'impression de sentir un pays fracturé. J'ai l'impression que le président, il a juste envie de répondre en ce moment à sa à son aile ultra qui sont ses défenseurs, qui le suivront jusque dans la tombe, c'est le cas de le dire. Mais sinon, il y a une assez grande majorité des gens qui sont contre cette politique. Ils perdent énormément d'appui.
Bolsonaro hat nicht zuletzt nur Aufsehen erregt wegen seinen Äußerungen zu Coronavirus und Covid-19. Kritisier, 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 es wird hier. Nein, die wahrscheinlich krudesten Szenen waren die, wo ein Fallschirmjägerbataillon, eine Eliteeinheit, ihn mit dem Hitlergruß würdigt und ein Gebet spricht: Wir sind alle Bolsonaro. Und zwei Wochen davor hatte sich Bolsonaros Kultusminister zufällig im Ton etwas vergriffen und fast wortgenau eine Goebbels-Rede zitiert. Igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada, 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 nada. Doch auch das europäische Reality-TV-Format legt noch ein nach. Tschechien hat sich überlegt, die Gegenwart im Zeichen der Vergangenheit stehen zu lassen. 70 Jahre nach Kriegsende präsentiert der tschechische Fernsehsender CT eine Reality-Serie, in der eine Familie in der Nazi-Zeit zurechtkommen muss. Urlaub im Protektorat. Das Format versetzt eine Familie vom Enkel bis zu den Großeltern in die Zeit der Nazis. Ständig begleitet von Kameras erleben sie, wie die Einwohner des damaligen Protektorats Böhmen und Mähren nach der deutschen Invasion 1939 unter der Drangsalierung der Besatzer zu leiden hatten. Nada, nada, nada. Da kann man ja wirklich fast froh sein, wenn es sich bei Trash-TV nur um Formate wie Prominente unter Palmen handelt und die Leute sich im Strand und Swimmingpool streiten und sich gegenseitig aburteilen, wer hier der größte Alkohol ist. Fresse! Zock wegen deinem Fresse aus der Kamera! Sag du dich mal um dich und ich sag mich um mich. Salto Punto. Pega a fita, tá? Bem devagarinho, que hoje o Ministério da Saúde adverte. Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Coronavírus. Ficar em casa. Lavar as mãos. Vitamina C. Álcool em gel. Bagulho é sério. Coronavírus.